Ja, lieber Werner, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf und danke auch für die Einladung und dass du mich veranlasst hast, in diesem wunderbaren Buch zu blättern und zu schmökern. Peter Veran, dein Künstlername, und Europäische Lese, also ein Streifzug durch die europäische Literatur mit Tiefgang und eröffnet uns auch Möglichkeiten, in die Geisteswelt Europas Einschau zu halten und auch die geistige Dimension Europas besser wahrzunehmen. Und ich habe mir da das Gedicht ausgesucht, Der spielende Mensch. Es hat mir vor allem die Biografie des ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche, des György Dragoman aus Siebenbürgen sehr interessiert, der in seinem Werk Der weiße König über die Korrumpierung und Deformation des realsozialistischen Regimes Ungarns geschrieben hat und hier offensichtlich auch den Finger in viele Wunden gelegt hat. Und in dem Gedicht Der spielende Mensch auch ein bisschen, also meines Erachtens, dargestellt hat, das ist so ein bisschen eine Fluchtstrategie auch, dass man sich in einem Regime dann besser zurechtfindet, wenn man sich einen vielleicht privaten Rückzugsort schafft, wenn man das Ganze als Spiel betrachtet und versucht, nicht alles ganz so ernst zu nehmen, weil man einfach schlichtweg sonst daran kaputt geht, wenn man sieht, was sich oder ganz realistisch halt betrachtet, was sich rund um einen abspielt. Und wenn man sich selbst ein bisschen vielleicht zurücknimmt und wie gesagt, vielleicht auch das Ganze ein bisschen weniger ernst nimmt, das kann eine Strategie sein, um einfach mit den Dingen, mit den dramatischen Realitäten besser zurechtzukommen. So habe ich das interpretiert und aus dem historischen Kontext heraus. Und ich habe gestern auch ein bisschen, muss ich zugeben, geschmökert am Rande der Plenarsitzung des Bundesrates, weil da hat's, das war eine sehr turbulente Sitzung und da hat es viele Sitzungsunterbrechungen gegeben. Das, was mir Gelegenheit gegeben hat, dann auch wiederum in diesem Werk zu schmökern. Und dann bin ich veranlasst gewesen, dieses Werk aus dem historischen Kontext hereinzuholen in unsere Realität. Weil es hat sich ja dann alles überschlagen. Wir haben den Kanzler Schallenberg in einer dringlichen Anfrage befragt. Er hat noch als Bundeskanzler staatstragende Worte gesprochen. Dann ist er kurz rausgegangen und dann schauen wir aufs Handy und sehen wir seine Rücktrittsankündigung. Das hat sich dann, da haben wir gedacht, na Wahnsinn, ne? Zuerst haben wir schon vom Kurz gehört, dass er weg ist, dass er jetzt endgültig weg ist. Und dann hat sich dasselbe noch einmal wiederholt mit dem Finanzminister Blümel, den wir auch befragt haben im Zuge eines Tagesordnungspunktes. Und dann hat er wegen einer Entgleisung sogar noch einen Ordnungsruf der Präsidentin kassiert. Und dann ist er auch wieder kurz rausgegangen, wieder zurückgekommen, wir schauen aufs Handy. Auch Blümel ist weg. Und dann haben wir gedacht, ja, ist das jetzt ein Spiel? Ist das jetzt Realität? Ist das Spiel? Ist das Ganze irgendwie vermischt? Und dann ist mir wieder dieses Gedicht sozusagen vor Augen gekommen. Und dann denke ich mir, ja, der spielende Mensch. Es ist es, was ist es? Ist es Realität? Schaffen wir uns im Spiel unsere Realitäten? Ist alles vermischt? Nehmen wir uns selber zu ernst? Was ist jetzt Wirklichkeit? Und in diesem Spannungsfeld habe ich eben auch diese Worte interpretiert und ja, freue mich, dass ich heute mit dir darüber sprechen kann, lieber Werner. Ja, danke schön, liebe Elisabeth Grossmann. Eloquent wie immer hast du die Einführung zu unserem Gespräch gestaltet und du bist ja wirklich eine ausgesprochen erfahrene Parlamentarierin. Und im Parlament werden, ob jetzt im Nationalrat, wo du warst, oder im Bundesrat, da werden Interessen abgewogen.
geglichen und naturgemäß lässt sich nicht jeder gleich einmal in die Karten schauen und da wird dann schon auch gespielt, aber ich sehe das insgesamt bei allen Verwerfungen als ein positives Spiel. Man versucht eben seine Interessen durchzusetzen, weiß aber auch, dass der andere Interessen hat und schlussendlich entwickelt sich ein gutes Spiel immer nur dann, wenn man auch den anderen mitspielen lässt. In letzter Zeit habe ich den Eindruck gehabt, und da bist du viel mehr Expertin in Österreich, vor allem in den Parlamenten, im Bundesrat, im Nationalrat, dass hier das Spielen mit den anderen im Vordergrund gestanden ist, nämlich so zu spielen mit den anderen, dass das nicht mehr der Verantwortung eines demokratisch aufgesetzten Politikers, einer Politikerin entspricht. Weil spielen kann man ja immer in beiderlei Richtung sehen. Ein gemeinsames schönes Spiel, das sich auch durchaus im Wettbewerb entwickeln kann, ist etwas anderes, als wenn man verantwortungslos mit jemandem anderen herumspielt. Und so gesehen ist das Gedicht, das du dir ausgesucht hast, der spielende Mensch doppeldeutig. Und ich darf es vielleicht einmal lesen, liebe Elisabeth. Seite 27, glaube ich, ja richtig. Der spielende Mensch. Homo ludens war ich immer. Homo sapiens werde ich nie. Spielend baue ich meine Welten und am liebsten spiele ich sie. Und das Gedicht habe ich am Schluss deshalb so gestaltet, spiele ich sie, weil ich nicht glaube und hoffe, dass ich mit Frauen gespielt habe in meinem Leben. Du würdest mich sofort rausschmeißen jetzt aus diesem Raum, obwohl es der Raum der Arbeiterkammer ist und sagen, das entspricht nicht der Moderne und so wie ich mir eine fortschrittliche Gesellschaft vorstelle, wo wir da in einem sehr bedeutenden Raum der Arbeiterkammer sind, hinten ein ganz besonderes, bedeutendes Kunstwerk der steirischen Moderne, eben am Beginn dieses Aufbruchs in eine andere Zeit, in eine emanzipatorische Zeit. Dafür stehst du auch als große Frauenvorsitzende und als große Vorkämpferin auch für eine ganz wichtige Emanzipationsbewegung in den verschiedensten Situationen und Funktionen. Diese Doppelbödigkeit des Gedichts habe ich schon ganz bewusst hingeschrieben auf Spiel ich sie, in dem Sinne, dass ich den anderen, insbesondere auch das andere Geschlecht, immer gerne angespielt habe, damit sich dann ein gemeinsames Spiel entwickelt, und so ein Spiel auf Augenhöhe. Und gewidmet habe ich das dem Gerd Dragoman, deshalb, weil er ganz eindrucksvoll eine linke Diktatur beschreibt, nämlich die Diktatur in Ungarn, die dann geendet hat, 1989. Und ich glaube, wir sind ja auch einer gemeinsamen Bewegung verbunden. Ich glaube, wir beide sind auf keinem Auge blind. Nicht links, nicht rechts. Wir stehen für Demokratie und Rechtsstaat. Und bei Gerd Dragoman in seinem Roman Der Weiße König kommt es so wunderbar heraus, wie Diktaturen mit ihren Propagandamöglichkeiten, mit ihren Manipulationsmöglichkeiten mit den Menschen spielt. Und dann spielen bestimmte Menschen nicht mehr mit. Sie widersetzen sich. In diesem Fall ein junger, heranwachsender Mann, eigentlich noch ein Kind, und der nimmt einem hohen Funktionär von seinem Schachspiel den König weg, nämlich den weißen König, und den entwendet er ihm. Eine Protestaktion, höchst gefährlich. Und ich darf diese Passage vielleicht vorlesen, weil das, glaube ich, auch sehr gut passt in die Spielereien auch im Parlament, obwohl unter ganz anderen Rahmenbedingungen, in den Rahmenbedingungen der Demokratie. Dort heißt es:
in der Perspektive dieses Heranwachsenden. Und ich griff in meine Hosentasche und umklammerte den weißen König, den er gerade entwendet hat. Das kühle Elfenbein schmiegte sich sehr angenehm in meine Hand und ich wusste, dass mich in unseren Kriegsspielen niemand mehr bezwingen würde, denn im Vergleich zu diesem Feldherrn war selbst der am prächtigsten bemalte Bleisoldat nur ein heißer Furz. Was hat dir da gefallen? Ja, es ist genau diese Beschreibung, ne, dieses Spiels eigentlich auch, ne, dass man sich aus der harten Realität dann doch ein spielerisches Element herausnimmt und sich daran festklammert. Auch um einfach psychisch da überleben zu können, denke ich mal. Eben, das ist so eine psychische Überlebensstrategie, um daran eben nicht zu zerbrechen. Und natürlich, das ist jetzt da der historische Kontext, aber wenn man dann schaut, das Ungarn von heute, wodurch unterscheidet es sich? Es sind genauso, nicht nur Tendenzen, sondern auch nachgewiesene Korruptionen nachweisbar, alles andere als demokratische Verhältnisse. Menschen fliehen aus dem Land, weil sie einfach dort keine Perspektive sehen und das aber unter einem ganz anderen politischen sozusagen Kontext. Und eben hier war die Rede von sogenannten realsozialistischen Systemen, während Orban da ja eine Trendwende einläuten wollte. Aber die Tendenzen, die wir wahrnehmen, sind die gleichen. Und auch hier flüchten Menschen eben in andere Realitäten, ziehen sich ins Private zurück, wenn sie im Land verbleiben, oder verlassen eben das Land. Und der Autor hat hier eben diese psychische Dimension meines Erachtens sehr gut auch dargestellt und rübergebracht. Ja. Also so habe ich es empfunden. Ne? Und da denke ich, ist die menschliche Psyche wirklich zu Höchstleistungen in der Lage, wenn es darum geht, mit Situationen umzugehen. Und so erträgt man auch schwierige Epochen und Lebensphasen, indem man sich einfach Rückzugsmöglichkeiten schafft. Aber das ist natürlich für uns in der Politik auch die große Herausforderung, die Verhältnisse so zu verändern, nicht im Spiel, sondern in der Realität, dass sich Menschen nicht künstliche Rückzugswelten schaffen müssen, sondern in der Realität zurechtfinden und ein gutes Leben führen können. Sehr gut, wunderbar. Ich würde sowohl mein Gedicht als auch das natürlich viel bedeutendere Werk von George Dragoman genau in diese Richtung auch interpretieren. Ich glaube, dass wir immer spielende Menschen bleiben sollen, ein Homo Ludens, dass wir uns nur über das Spiel, denke ich, wenn wir es fair und anständig und freudvoll spielen, zu einem wirklichen Homo sapiens entwickeln, dass wir davon noch ein wenig entfernt sind. Das hast du hier eindrucksvoll dargelegt. Ich danke dir sehr, liebe Elisabeth Großmann, für dieses wirklich schöne Gespräch. Danke sehr. Ich danke für die Einladung.